Hallo Freunde und willkommen auf meinem Channel. Heute möchte ich euch zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Und das ist ein Beweis von Euklid. Dieser Beweis ist jetzt schon über 2000 Jahre alt und hat bis heute Bestand. Und das ist etwas, was kaum eine andere Wissenschaft im Vergleich zur Mathematik anbieten kann. Das ist etwas, was mich auch immer so an Mathematik so gereizt hat und warum ich auch der Meinung bin, dass das, was ich hier mit YouTube mache, gut ist, weil das verfällt ja nicht. Okay, also was wollen wir herleiten? Wir wollen zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt und das ist ein Widerspruch, den Euklid gezeigt hat. Wir nehmen das Gegenteil an und zeigen, dass das ad absurdum also gar nicht funktionieren kann. Und zwar P1, P2 und so weiter bis Pn ist eine endliche Anzahl an Primzahlen. Wir nehmen an, es gibt endlich viele. Unsere Zahl n ist definitiv kleiner als jede unendliche Zahl. 20, 1 Milliarde, was auch immer, aber es ist endlich. Wir konstruieren jetzt eine neue Zahl n und diese Zahl n sieht folgendermaßen aus. Wir multiplizieren all die Primzahlen, die wir vorher hatten, zusammen und ergänzen diese Zahl, das Produkt, um 1. Was bringt das Ganze? Na gut, da wir angenommen haben, dass es eine endliche Liste an Primzahlen gibt, muss diese neu konstruierte Zahl eine zusammengesetzte Zahl sein. Das heißt, sie muss durch irgendwas vorher teilbar sein. Die kann nicht prim sein. Dann probieren wir diese Zahl n durch eine der Primzahlen, die wir von früher kennen, zu teilen. Könnte n durch p1 teilbar sein? Wenn das der Fall wäre, hätten wir p1 mal p2 mal und so weiter mal pn plus 1 durch p1. Und wie ihr seht vielleicht, wenn wir das aufteilen in P1 und so weiter bis Pn plus 1, wir teilen das durch P1 und wir teilen auch das durch P1. Das Problem ist auch, wir können das hier kürzen. Das wird ein ganzzahliges Ergebnis geben. Das hier ist aber auf jeden Fall nicht ganzzahlig, denn P1 ist in größer gleich 2. 2 ist die kleinste Primzahl. Warum 1 keine Primzahl ist, das nehme ich im nächsten Video nochmal auf. Das besprechen wir. Oder übernächsten, ich weiß noch nicht genau, aber bald. So, wie wir sehen, also P1 ist auf jeden Fall kein Teil davon n. Okay, dann probieren wir das vielleicht mit P2. Wie wäre es, wenn wir n durch P2 teilen? Und da haben wir genau das gleiche Problem, dass wenn wir hier aufhören, durch P2 teilen und dann nochmal 1 hinzu ergänzen, es fällt mir auf, dass ich das große N hier ein bisschen mehrdeutig nutze. Ich glaube, ich wechsle hier einfach auf K, wenn ihr, ne, ich glaube, am besten wäre das, wenn diese Zahl einfach nicht N heißen würde, sondern einfach groß A. Und dann ist das Problem weg. Groß A hier, groß A da und auch hier in groß A. Dann haben wir gar kein Problem mit n. Kann ich alles behalten, wie es war. So, und wie ihr seht auch, wir haben hier auch am Ende auch 1 durch p2. Könnt ihr p2 kürzen. Das ist eine ganze Zahl, die am Ende bleibt. Das ist ja Produkt von ganzen Zahlen. Und hier kommt wieder ein Bruch zustande. Also funktioniert es schon wieder nicht. Das gehen wir die ganze Zeit durch und nehmen dann a und teilen das durch Pn. Das ist die letzte Primzahl, die wir haben können und erleben hier genau das gleiche Problem, was wir schon die ganze Zeit vorher hatten. Und zwar, wenn wir das durch Pn teilen, plus 1 durch P groß n, dann seht ihr wieder, das ist ganzzahlig und das ist ein Bruch. Mit anderen Worten, die Zahl a, die ich am Anfang n genannt habe, ist durch
keine bis jetzt erwähnte Primzahl teilbar. Und daraus folgt, a ist selbst prim. Selbst prim. Und das heißt, unsere Annahme, dass es endlich viele Primzahlen gab, ist widerlegt. Wir haben einen Widerspruch erhalten. Das heißt, es gibt unendlich viele Primzahlen. Ich finde das ziemlich stark und wie gesagt, noch stärker oder bedeutungsvoller für mich ist, dass das schon so alt ist und immer noch so aktuell und so unglaublich elegant. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.